Bones. Shader werden optimiert. Dann optimier mal. Ich bin ein Viertel runtergeladen. Ist denn da Internetgeschwindigkeit gut genug, dass du es noch heute schaffst? Ich habe 24 Megabyte pro Sekunde Download aktuell. Mhm. Das ist mehr als ausreichend. Und ich habe noch den Browser offen, den ich jetzt mal schließen kann. Dann wird es noch mehr. Wobei, nein, da sehe ich nicht, was du tust. Ich kann den anderen Browser mal schließen. Kannst du auf deinem Handy öffnen? Nein. Oh, und jetzt sind plötzlich 30 MB pro Sekunde. Na dann. Dann sage ich schon mal. Ich schließe mal ein paar Tabs. Mach du schon mal deine Anmoderation. Ist gerade ein bisschen. Warum läuft es bei mir gerade nicht flüssig? Das war gerade der Titelscreen. Tiny Tina's Wonderlands. Auf Social dich einladen tue ich noch nicht. Du bist noch nicht drin. Klick mal auf Spielen. Neues Spiel. Schwierigkeit wählen entspannt. Ja, oder? Wenn man entspannt spielen. Nein, du nimmst Mittel. Du nimmst gefälligst Mittel. Meinst du? Ich spiele das erste Mal. Es ist dasselbe wie Borderlands. Wir haben auch auf Mittel gespielt. Ich würde ganz gerne auf Mittel spielen, danke. Und wenn du meinst, dann musst du dann, wenn ich sterbe, musst du dann einfach für mich. So wichtig, Gruppenmodus, Kooperation oder Kooperanz? Kooperation, doppelte Loot-Chance. Die Beute ist im Spiel, wird unter allen aufgeteilt. Du musst dir also einen Anteil verdienen oder schneller als deine Mitspieler sein oder Kooperation. Jeder im Spiel findet seine eigene Beute. Jeder Kampf lohnt sich also garantiert. Nimm die Kooperation, das hatten wir vorher auch und ist dann wieder wir sparen uns dann viel Grinding. Ist wie bei Borderlands also. Jetzt wieder. Yep. Dass wir wieder verschiedene Beute kriegen. Ja genau, nur wird das Glück halt anders berechnet hier durch Collectibles in der Welt und dann. Nicht, dass du dich später wieder beschwerst, das war bei Borderlands auch so. Ich habe missverstanden und dann hieß wieder, was du sollst trotzdem andere nehmen. Kooperation. Das war super. Kooperation war super lustig. Kooperation. Habe ich jetzt genommen. Selbst schuld. Ja. Jetzt kommt das Intro. Ja. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Leckt ganz schön bei dir. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Was soll ich machen? Böse und gut. Grafik unterstellen. Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal. Es gibt nur einen, Oha. Der es bestimmt. Stimmt, es bloß in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, wer oder? Stirbt dein Internet? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ziemlich. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du verdammt das Schiss gleich aufgibst. Naja. Falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritischer Treffer! Ihr streckt die Untoten nieder! Oh. Oh ja, genau! Das mit den Niederstrecken läuft hier echt gut! Wir kommen dich holen, Dragonlord! Ha 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 ha! Narren! Eure Helden hält mich nicht auf! Ja? Ich habe! Du hast doch Mods, Modfähigkeiten auf meinem. Auf meinem Twitch-Account. Wen soll ich bannen? Könntest du mal eben die Kategorie ändern? Die gruselige da heißt wenn ich rausfinde, wie ich das mache, ja. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen Command für, einen Chat-Command. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, es gibt einen Chat-Command für Change Category. Narren. Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert. Ich bin unbesiegbar.
Bin ich mal googeln. Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Burgen werden brennen. Babys werden heulen. Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land herfallen. Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an. Zusammen. Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Krake! Es ist Königin Aschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Okay, so nicht. Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgau, du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich. Aber Arschgau hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert. Tja, also ich kann's nicht. Skelette waren taufrisch! Nein! Ich kann die Kategorie gar nicht ändern. Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kenne dich! Achso, ich bin noch. Mein Charakter ist die ganze Zeit unangemalt. Deswegen den Gegenstand ich gleich noch. Und so wurde der Dragonlord besiegt. Eine unangemalte Figur. Fantastisch. Einladung abgeschlossen. Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon... Bonkers and Badasses. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Zur Charakterstellung. Bist du noch da, Modi? Ja, aktuell 75 Mbit pro Sekunde und bei 99%. Okay. Na dann. Also scheinbar hat deine Discord-Leistung meine Internetleistung geschmälert. Sehr schön. So Charaktereditor. Klasse. Gibt's hier Kilomaten, Klauenbringerin, gibt's hier Zauberschuss, einen Grabspross, den wirst du wahrscheinlich nehmen, oder? Grabspross habe ich auf meinem privaten Charakter. Ich würde den Pestrufer nehmen. Ich hätte auf Grabrufe gesehen und gedacht, dass du das nimmst. Es wird später gemulticlassed. Ich habe Grabrufer, Pest-Dingens und der Pest-Typ ist ziemlich cool. Okay, ich habe mir das schon mal angeguckt. Ich will das mit dem Drachen. Wo war das dann? Ich glaube, Downbringer war das. Das ist Downbringer. Wie war ein Bändiger mit Spezialisierung auf Feuer- und Blitzschaden? Also es ist, wirft einen Elektrohammer und einen Blitzhammer und hat einen Drachen mit als Kleidtier. Ich glaube, das würde ich nehmen. Das macht am meisten Spaß, denke ich. Ich bin unsicher, ob ich den Sporn oder den Pest haben möchte. Vielleicht nehme ich Sporn und Pest diesmal. Ich hätte dich wirklich einen Grabbringer gesehen, aber
Ja, ja, das spiele ich, wie gesagt, auf dem anderen Charakter privat. Das Spiel ist auch hier ziemlich cool und die Kombination ist auch sehr stark, aber ich will nicht immer auf Lifestyle gehen. Okay, Klassengroßtaten. Schicksalsbringerinnen werden von einem Weaver-Gefährten begleitet, der die Umgebung überfliegt und Feinde mit einem Klauenfeuerodem angreift. Also ein bisschen wie das, was du in Borderlands 3 gespielt hast, oder was? Ja, es gibt viele, die einen Begleiter dafür kriegen. Schicksalsbringerinnen rufen ihren Hammer herbei und schmettern ihn auf den Boden, was Feuer Nahkampfschaden verursacht und eine riesige Feuernova erzeugt, die Feinden der Nähe Feuerfähigkeitsschaden zufügt. Schicksalsbringerinnen schleudern ihren herbeigerufenen Hammer und fügen allen Feinden, die dieser berührt, Blitznahkampfschaden zu. Der Hammer bleibt an seiner Landeposition heften und fügt allen Feinden in der Nähe jede Sekunde Blitzfähigkeitsschaden zu. Das stelle ich mir auf einem hohen Level ziemlich OP vor. Kann das auch sein. Also wie ich das verstehe, ist das so ein bisschen was, so ein Mix aus deinem Charakter und meinem Charakter von Borderlands 3. Ein bisschen was von der Schützin und ein bisschen was von dem von Tierdienst. Dann nehme ich das, oder? Ja. Oder du kannst nehmen, was auch immer du möchtest. Ich werde mir jetzt mal kurz Charakter machen. Körper und Persönlichkeit. Körpertyp den da oder den hier. Ja, gut. Kann man den dann noch farbig machen oder bleibt der für immer weiß? Silber. Dann gemalt. Du kannst das alles frei bestimmen. Körpergröße. Ein Zwerg kann man wohl nicht spielen. Doch, kannst du. Ich habe hier gerade so einen Halborg oder was auch immer das gerade ist. Du hast sehr viele Optionen. Die kannst du aber auch in-game alle noch ändern. Ich habe gerade nur den Körpertyp. Kopfgröße. Alles entspannt. So, ich mache mir auch mal ein neues Spiel. Ausgewogen, Kooperation, egal. Ja, du joinst meinem. Ja, ja, ich muss mir aber einen neuen Charakter machen. Ach so. Tier! Mann, du Kino bist Mann. So gut! Wie sieht das aus? Rogue will ich nicht spielen, glaube ich. Selbstfurchterregende Leute. Zauberschuss wäre. Warte, ich muss gerade die Stimme auswählen, also. Ist es das, was ich bin? Ich muss mich erneut weiterentwickeln. Verschroben. Ich muss mich erneut. Ha! Gerecht! Ein neuer Anfang! Das wäre was. Irgendwas. Ja, ich sehe. Ich kann meine Schönheit kaum beschreiben, aber ich... Das nenne ich mal modisch. Was haben wir denn? Meine Sieh mal ein... Meine Gestalt ist Meine Gestalt ist vergänglich. Okay, Stimmlage. Ein neuer Anf... Ich muss mich erneut... Irgendwas muss. Ja, machst du einen sehr kleinen Charakter oder einen sehr ein großen Charakter? Anfang. Ich habe hier nur einen Halbrock, den ich aber nicht mehr. Die Größe ist jetzt nicht wirklich. Ich kann da nur mittelmäßig und mittelgroß machen. Du musst einmal kurz auf Escape drücken und extreme Ästhetik anmachen. Okay. Extreme Ästhetik aktiviert. Ah, okay, jetzt kann ich gestalten. Jetzt habe ich hier Dorftrottel von den Elfen aufgezogen, gescheiterter Mönch. Das sind die Archetypen. Das sind nur deine Standard Dinger. Ja. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Dorftrottel. Von Elfen aufgezogen, gescheiterter Mönch, Ex-Inventar-Water und Schurken-Alchemist. Clown-Blut von Bunkermaster genervt. Lenning-Siebung. Gossenkind der Volksstory. Das ist jetzt mein Background oder was? Ja. Weiß doch nicht, kann ich denn überhaupt hier irgendwie einen Zwerg oder so weiter spielen?
Oder muss ich mit diesem Halborg leben? Du, wenn du einmal fertig bist, dann darfst du auch auf das nächste gehen, nämlich auf die Gesichtszüge, und dann kannst du da draufklicken und dann hast du da unter anderem Zwerg. Ich spiele übrigens auch einen Zwerg, falls du das möchtest. Aha, du spielst einen Zwerg. Okay, dann muss ich vielleicht einen anderen. Jetzt kann ich hier die Stärke an, jetzt kann ich die Dinger angeben. Soll ich die so lassen, wie sie sind? Die Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Weisheit. Du siehst, was die einzelnen Sachen machen, also du kannst tun, was du möchtest damit. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution und Einstimmung ist dann wahrscheinlich Charisma. Oder was? Das ist egal, es geht nur darum, was es verstärkt jeweils. Okay, ich brauche noch ein bisschen Charakter-Editor. Das hier ist kein RPG, das ist immer noch ein Shooter. So, was nehme ich denn hier? Okay, Clownsblut bringt relativ wenig Bonus. Bunkermaske genervt, bringt aber ziemlich viel. Plus Stärke. Stärke und Intelligenz. Kostenkind Erfolgsstory. So. Ich riskiere es einfach mal, das so drin zu lassen. Dass die Werte so wie sie sind, weil ich keine Ahnung habe. Ich hoffe, ich werde es dann nicht später bereuen, weil ich zu schwach bin. Einfach unterlevelt. Nein, es geht um die Startwerte. Man levelt sehr schnell und sehr viel. So, ich mache mir natürlich hier einen lustigen Charakter, für den Anfang zumindest. Jetzt bin ich schon beim Namen eingeben, ist das schon zu weit oder wie? Nö, du kannst gerne starten, wann immer du möchtest. Ich würde gerne noch, ich habe noch immer noch nicht herausgefunden, wo ich den Charakter customize. Ich bin immer noch dieser Halborg unangemalt. Oh mein, willst du mich verarschen? Ja, will ich dich. Du gehst vielleicht einmal kurz auf Escape. Voreinstellungen kann ich hier. Und dann gehst du auf Gesichtszüge und kannst da das Zeug ändern. Kann ich Kopfform kann ich ändern? Ja, du gehst auf Gesichtszüge, kannst auf Kopfform, dann klickst du auch mal auf, nicht auf die Pfeile, sondern klickst einfach auf das reserviert jetzt in dem Fall zum Beispiel. Oh Gott, ich blicke hier komplett nicht durch gerade. Es ist ein normaler Charakter-Editor. Kann ich Mundform, kann ich Augenform, Pupillen, kann ich editieren? Ja. Gesichtssicherung, Rüstungsdruck, wo kann ich die Rasse festlegen? Voreinstellung, Extreme. Das ist egal. Zweitens gehe ich auf Gesichtszüge. Körper und Persönlichkeit. Und jetzt hier. Nein, geh auf Gesichtszüge. Das ist alles nur optisch. Dann gehst du auf Kopfform, klickst auf das Wort, nicht auf den Pfeil. Aha. Das Wort, ja, da hast du eine Auswahl. Und da ist der Zwerg, unter anderem. Form anmutig, Kopfform elfisch, Bum. Zwerg.
Ach so, hier hätte ich es auch machen können. Fantastisch. Mhm. Ich verstehe Charakterentwicklung nicht. Naja. Ich mache mir einen äußerst haarigen Goblin übrigens. Dachte ich mir schon. Für den Anfang zumindest. Soll ich mir dann einen ganz großen Charakter machen, damit so einen ganz kleinen und ich dann einen ganz großen? Können wir gern so machen. Wir machen beide sehr kleine. Rotfarbe. Ach, so ein Gefäß. Ich bin versucht. Ach, weißt du was? Warum nicht? Man kann das jederzeit ändern. Das ist jetzt nur für den ersten Stream. Ich mache mir dann noch einen anständigen Charakter. Oh, ich mache schon ganz anständigen Charakter, oder auch nicht. Man schaltet auch weitere Sachen im Laufe des Spiels frei an Ästhetik. Ach so. Nicht gucken. Nein, ich bin hier gerade bei mir. Du wirst sehen, wenn ich fertig bin. Ich finde ihn eigentlich schon ziemlich cool. Dieses Kopfhorn passt aber besser. Ohne Ohrensymmetrie. Spielt bei der Frisur sowieso keine Rolle. Vielleicht ändere ich es hier irgendwann mal. Die Frisur. Die kannst du auf jeden Fall sehr aussehen. So muss das. Größe linkes Ohr. Ich
Das asymmetrische Ohren wäre auch was. Richtig hässlichen Charakter kann man auch machen. Mhm. Molly, übertreib's nicht. Ich bin mit meinem sehr zufrieden. Er ist hässlich, aber er ist spielbar hässlich. Er ist außen hässlich, aber innen auch hässlich. Gibst du einem Charakter einen seriösen Namen? Mal gucken. Muss mal Fantasy Generator noch öffnen. Mal gucken, vielleicht kann ich da nochmal Fantasy Name Generator. Vielleicht finde ich da noch einen tollen. Ich bin bei meinem üblichen Goblin-Namen. Heißt deiner Helmut oder was? Nein, er heißt Gerhard. So wie ja. Immer. So. Spiel beenden. So, im Hauptmenü. Du nimmst dieses Spiel nicht ernst, Modi. Ich kann auch mit meinem Level 23 Ding ins Pestgespenst reinjoinen, statt mit meinem Spornhüter. Du passt gerade die Mundform an. Nehme ich das auch ein bisschen zu ernst. Du kannst gerne einen sehr schönen Charakter machen. Ich guck mal rein, wie deiner aussieht. Nein, nicht spoilern. Nicht spoilern, Mann. Ich sehe schon, du machst also... Dein Charakter geht also zur nächsten Furry Convention, ich sehe schon. Yep. Wenn man schon die Möglichkeit hat. Mein Hauptcharakter übrigens auch. Also nicht der Goblin, sondern der andere. Augenbrauen, das sind die Augenbrauen hier. Ohne. Ich dachte, wir gucken uns das gleich im Spiel an, wenn das lässt sich das. Guck mal, ich darf deinen Charakter jetzt noch nicht sehen und du siehst hier schon Sachen, das ist ein bisschen ungerecht. Alles gut, ich bin ja schon wieder raus. Du darfst auch gern für den ersten Stream einen normalen Charakter erstellen. Du musst nicht so viel Zeit reinstecken. Das ist auch langweilig für Zuschauer. Och, das ist nicht, dass normal. Du welche hättest, aber trotzdem. Das gehört dazu. Der wird noch ganz abgespaced werden und am Ende. Noch richtig. Ja, man schaltet sehr viel ziemlich cooles Zeug frei. Gerade Rüstungsmuster und so weiter. Komplett anders werden. Ja. Halbelfen-Furry. Das beschreibt die Hälfte meiner D&D-Charaktere. Kann man die Farben noch anpassen bei den... Ja, kannst du. Bei Rüstungsdekorationen. Ne, ich meine von den Katzenohren. Ja, die sind da dabei. Rüstungsdekorationen. Okay, wo? Du musst auf Escape einmal. Eine andere Augenfarbe noch kurz. Gib ihm Katzenaugen. Meinst du? Natürlich. Die hier, grimmiger Ausblick, oder? Welche sind das? Naja, oben drüber das dritte. Ketzisch. Oder so. Ja. Wo ist die Augenfarbe? Ich sehe es gerade nicht. Augenfarbe ist unten, hier. Weiter unten. Noch unter so ein Augen, grün genau. Hier, so ein grün-braun. So ein Katzen. Boah, ist gruselig. Du hast meinen Charakter nicht gesehen. Nicht die normale. Die Augenfarbe finde ich interessant. Wie gesagt, für die Rüstung und die Farbanpassung einmal zurück. Rüstung, Dekoration. Rüstungsmuster. Genau. Ja, da kannst du die Farbe auswählen und das beschreibt auch
für den Haarstil das Zeug, weil meiner trägt ein Stirnband, das weiß ich. Primärfarbe, Sekundärfarbe, Tertiärfarbe. Ja, die Rüstung beschreibt übrigens nicht die Rüstung, die du im Spiel trägst, zwingend. Okay. Das ist nur eine Beispielrüstung. Das müsste Tertiär sein für die Ohren. Nicht wirklich. Sicher, dann wahrscheinlich primär. Also eins von denen ist es definitiv, das weiß ich. Primär ist jetzt gerade das hier. Mach ich wieder auf Knallpink, wie mein Borderlands-Charakter. Kannst du für den Anfang. Mein Farbschema ist aktuell grün-gelb. Ah, hier. Mit Punkt und Komma drehst du den Charakter, falls du das gerade vorhattest. Punkt und Komma, warum sollte man... Okay. Bei der englischen Tastatur. Ich würde gerne ranzoomen, das war das Ding. Mit F. Ah. Hübsch. Etwas. Ich finde es so lustig, dass du einfach meinen letzten DSA-Charakter baust. Ja, warum nicht? Wenn man die Möglichkeit hat, einen Furry zu spielen. Dann muss man das auch tun, oder was? Ja. Ich würde jetzt weder verneinen noch verjahren, dass ich selber dann selber ins bin, aber ich bin ehrlich, bei mir ist es mittlerweile ein ganz klares Ja, aber zu faul dazu. Ich meine, so ein Furry-Suit würde ich mir nie. Das ist mir viel zu heiß. Ich überlege tatsächlich, mir einen zu besorgen. Andererseits auch viel zu teuer, weißt du, wie viel die Dinger kosten? Das ist der Knackpunkt. Ich bin nicht bescheuert. Wie viel die kosten. Mir sind schon 60 Euro für einen Würfel und zu viel. Also. Ich verstehe nicht, warum sich Leute da mal. Ich höre viele, die sich darüber aufregen, das unnatürlich finden und so weiter. Wenn du die Möglichkeiten hast, eine Katze zu sein oder so, dann. Es geht nicht darum, das zu sein, sondern wenn du die Möglichkeit hast, ein cooles Kostüm zu machen und dir ein Online-Alias zu machen, dann machst du das. Ich finde auch die Möglichkeit, das ist Kunst, wenn man da die Anzüge an sich auf jeden Fall. Anzüge, das ist einfach ein, also es ist lebende Kunst, wenn die so rumlaufen. Ja, ich finde allgemein so ein Cosplay-Zeug ziemlich cool. Wobei, wir reden mal nicht über Cosplay, das macht schon wieder aktuelle Fässer auf. Auch Cosplay hat auch seine Sachen, das ist da. Finde ich auch. Ja, es gibt schwierige Persönlichkeiten, darunter auch vor der ganzen Situation aktuell jetzt schon. Es gibt bei Furry auch sehr schwierige, wollen wir nicht drüber reden, Richtungen. Es gibt aber dafür für jede schwierige Person drei Quantenphysiker und zwei hochbezahlte IT-Spezialisten. Und ein Prof. Also ich glaube, das gleicht sich da schon aus. Ich meine, wenn ich mich nicht irre, der Chef von CERN ist ja auch in Anführungszeichen bekennend in der Furry-Community.
Was ich immer irgendwie absurd finde. Mit meinem Schild zum letzten CSD habe ich mir auch sehr viele Freunde gemacht. Was war denn drauf? Da stand drauf, hier mit meinem Pfeil nach links, und da habe ich drauf geschrieben, die beißen nicht, die wollen nur spielen. Ein bisschen. Verstehe ich nicht. Ich bin die ganze Zeit neben den Furries lang gelaufen. Ah, okay. Dieser Kontext ist vielleicht wichtig. Mit dem die beißen nicht, die wollen nur spielen müssen. Ja, und neben der schwulen Gruppe bin ich auch lang gelaufen. Da war dann das andere Spielen. Die haben mir aber auch zugestimmt. Ich bin sicher, die haben das alle mit Humor genommen. Wo eine kam da zu mir und hat mir widersprochen und hat gesagt, ey, das stimmt so nicht, das ist eine Lüge, ich weiß so. Rüstungsmuster. Ich muss noch das Rüstungsmuster anpassen. Viel zu viel Zeit im Charakter-Editor. Ist wichtig. Mit einem guten Charakter muss man reinstarten. Das ist wahr. Ich habe übrigens meine Stimme blind ausgewählt, weil ich offensichtlich den Ton hier doch gemutet habe. Ich auch, mehr oder weniger. So, okay. Gesichtsdekoration. Ein paar Narben, noch so eine Witcher-Narbe rein. Gibt's die Witcher-Narbe hier? Die muss doch in jedem Spiel geben. Müsste. Diese eine große Narbe über das Auge. Nee, es gibt noch den Kratzer hier. Dann schaltet man die später frei, beziehungsweise kann man sie wahrscheinlich im Spiel verdienen. Bei Baldur's Gate 3 habe ich das sofort gesehen. Es gibt in jedem Charakter nur diese eine Auge, diese eine Kratze über dem Auge. Oh, Tattoos. Miau. Naja, das passt nicht, wenn ich schon eine Narbe habe. So wird es schaffen, würde es passen. Du musst nicht zu sehr übertreiben. Du musst den Charakter in die Türme übertreiben. Ja, aber du kannst es jederzeit im Spiel machen. Um die dann im Nachhinein immer noch zu ändern. War es passt schon so. Währenddessen ich mit meinen beiden Charakteren hier so 10 Minuten gebraucht. 10 Minuten gebraucht. Ja, ist doch, bei Baldur's Gate habe ich beim ersten Mal auch eine Stunde drin verbracht. Aber da kannst du es auch nicht on the fly ändern. Doch, kannst du. Du kannst in Baldur's Gate. Seit ein paar Updates kannst du da... Ja, mittlerweile. Kannst du da zum Dingens gehen und das... Zu unserem Spiegel im Camp und den Charaktereditoren.
Jetzt kommt das Edgy Make-up. Ich sehe schon. Hm. So muss das. Nee, warte. Wenn ich dir eine Stimme empfehlen darf, nimm am besten Grimm. Nee, ich habe, glaube ich, dieses, ich habe dieses, verkorkst genommen. Was da verkorkst 1. Okay, ich meine nur, weil Grimm ist ziemlich cool, was die Kommentare angeht. Okay. Könnte dir auch von der Stimme an sich zum Charakter passen. Körpergröße. Kleiner als das hier geht's nicht, oder? Schade. Wir können's riesig machen. Ja, du bist Nahkämpfer, also sehr groß ist bestimmt ziemlich cool. Was ist die passende Kopfgröße? Sehr klein. Nee, ich weiß nicht, so oberes Drittel vielleicht. Ja. Nicht, dass mein Charakter dann ruhig aussieht in den Cutscenes. Kannst du alles ändern, inklusive Körpergröße. So. Stimme verschroben, A habe ich jetzt genommen. Muss gut aussehen. Ja, wie gesagt, hör dir mal Grimm an, ich glaube, das könnte passen. Irgendwas musste ich ändern. Also Grimm wäre jetzt das hier. Ich bin so durch damit. Meine Gestalt ist vergänglich. Verschroben, A klingt aber auch ein bisschen mehr, das klingt auch ein bisschen mehr so nach, das klingt auch so Katzenmensch. So ein bisschen mehr. Das kann doch nicht was passieren. Ich muss mir dringend die Dialoge Lautstärke lauter machen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Stimme ich habe. Sieh mal einer an. Und Grimm geht auch. Grimm erinnert mich gerade an meine Berufsschullehrerin. Meine Erscheinung muss verfeinert werden. Muss gut aussehen. Hab ein Date mit Tod. Alle ein irgendwie neuer müssen. Anfang. Nee, die nicht. Dann weiß ich ja, wen die für die Synchronrolle bezahlt haben. Nee, klingt anders. Aber das Xen-Pronomen, das ist auf jeden Fall drin. Interessant. Ja. Ist auch die Standardeinstellung. Wird spannend. Ja, komm, gut, dann geh jetzt durch die Werte durch und dann. Meine Gestalt ist vergänglich. Na, ich nehm Grimm. Sieh mir das einer an. Ich finde sie von den Kommentaren her ziemlich cool. Hat mein anderer Charakter. Okay. Hat dein Charakter jetzt wenigstens eine andere Stimme oder hat der auch Grimm? Damit war es dann. Nee, ich habe jetzt irgendwas anderes genommen. Ich glaube Tapfer B oder so. Das würde ich verschoben nehmen, wenn du tapfer bist. Ich weiß nicht. Können wir ja anpassen wieder. Oh. Das erste lässt sich ja anpassen. So. Wolltest du Clownbringer? Ja, next. Weiter. Na, mach jetzt Grimm. So, Schurken-Eiche-Mist oder Clown-Boots bringt plus Stärke, plus Intelligenz. Du bist relativ Nahkämpfer, also würde ich irgendwas mit Stärke-Fokus nehmen. Also Clownbringer bringt plus Intelligenz, aber minus Weisheit und minus Einstimmung. Ja, das sind die Sachen für Zauber, die wirst du wahrscheinlich selten benutzen. So wie ich dein Gameplay kenne, von daher. Ich glaube, Clown-Boot sollte relativ gut passen. Stärke habe ich jetzt 12, Geschicklichkeit 10, Intelligenz 18, Weisheit 7, Konstitution 10. Du willst Konstitution oben haben. Also Konstitution noch ein paar Punkte geben. Du möchtest dir 20 Konstitution geben. Kann ich aber nur woanders nichts mehr reingeben. Die kriegst du per Level ab. Das ist nur dein Startzeug. Okay. Also und du möchtest schnell viel Leben haben, glaub mir. Also habe ich 20 Konstitutionen von 30.
Einstimmung 6, Weisheit 7, Intelligenz 18, Geschicklichkeit 10, Stärke 12. Das sind solide Werte. Weiter machst du mit E. Das ist bei dem einen Punkt ziemlich weird. So, Namen bearbeiten. Jetzt brauche ich noch einen Namen. So. Fancy Name Generator. Elf Names. Mist, was die klingt, fast so ähnlich wie alle meine Charaktere, die ich, immer nehme. Oh, schon wieder. Nee, diesmal ein bisschen anders, aber es klingt ähnlich. ist nicht derselbe Name, aber doch schon irgendwie. Es ist derselbe Name. Nee, ist nicht. Nah genug. Ja gut, dann bist du fertig. Dann kannst du Start drücken und dann darfst du mich einladen. Auf geht's. Neue Quest entdeckt. Bunkers und Badasses. Jetzt habe ich noch eine Cutscene. Ja. Nee, bin ich nicht. Okay, hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden. Ja, die Verbindung wird hergestellt. Okay, kenn ich gespannt. Die Grafik schon ein bisschen. Und ich bin mein eigener Held. Ach, scheiß drauf. Und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden. Bin noch momentan bin ich noch alleine am Tisch. Ich hab ne Null vergessen. Du bleibst noch alleine am Tisch. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon. Oh nein, die steht tatsächlich neben dir. Ich seh dich aber nicht. Ja, wir sind genau exakt außerhalb von unserem Blickfeld. Bist du in mir? Also nein, gut, ich stehe ich rate dir. Dir ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. In Richtung von Typ. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Valentine. Claptrap ist aber ziemlich gewachsen. Ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunker der kommt Badass auch vor, einmal als Cameo. Das heißt, du sprichst nicht meine Diener zu meiner Rechten. Oh, sie ist cool. Ich will nicht wirklich eine Heldenfigur sein. Charaktere sind oder überraschend so wenig nervig. Ich schlag nur die Zeit tot, bis tot mich umarmt. Die bilden hast du die Audio aktiviert? Ja. Jetzt macht euch bereit. Also ich mach Tina ist nervig, aber die muss auch. Der Fantasie zu betreten. Die beiden bilden halt so das klassische Mörder-Hobo und. Das ist alles auf 100%. Schließt einfach die Augen. Und 100% hab ich nicht, ne? Ihr seid im Schlumpftal. Einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinnenwalds, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ah, da bist du. Bereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Die Königin höchst persönlich? Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchte die baldige Wiederaufstehung. Kann ich nicht irgendwie selber sehen, oder? Ihr müsst sein mit Emotes. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Dann darf ich nur, ich sehe ich die ganze Zeit nur deinen Hackfresser und meine nicht. Mit Y kannst du Emotes machen, da kannst du deinen Charakter sehen. Aha. Ah ja. Außerdem gibt es einen Fotomodus. Dein Charakter sieht ja sehr wunderhübsch aus. Danke, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben in den 5 Minuten. Okay, looten und let's go. Immer wieder Nahkampf wird ein relativ großer Teil. Am Anfang ist eine Kiste. Relativ, ja, am Anfang können wir relativ viel überspringen. Na klar, das ist mein Inventar. Ich habe übrigens die nervigste Stimme überhaupt offensichtlich rausgesucht. Fantastisch. Dann kann ich ein bisschen noch die Settings anpassen, um weil bisschen mit Escape-Optionen, so wie immer. Alles zerfällt so schnell. Grafik. Sogar Brücken.
damit es vielleicht ein bisschen flüssiger läuft. Ja, Grafik runterstellen. Ich habe ein bisschen Lag-Probleme. Was mache ich denn da? Kann ich da irgendwas einstellen? Einfach die Voreinstellungen am besten. Ein Stückchen runterdrehen. Grafik, API, Display, Bildschirmmodus, Rahmenlos. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der Aura. Das ist die Kraft des magischen Sehens und Hörens. Ich begrenze mal, von Frame Rate begrenzen auf festgelegte 60 FPS. Statt unbegrenzt. So, nicht, dass das dann versucht, irgendwas auf 120 zu skalieren. Was dann, da vielleicht läuft so ein bisschen flüssiger. Ja, ich mach mir mal kurz die Website mit den ganzen. Auf meinem Stream kommt nur sowieso irgendwas unter. Ich glaube irgendwas mit 29 FPS kriegt mein Stream noch hin. Aber. Wonderlands. Eine Waffe habe ich noch nicht, oder? Haben wir schon die Fähigkeiten? Waffe kriegen wir gleich. So, ich habe mir gerade mal ein lustiges Ding aufgemacht. Erstmal looten wir hier. Essen. Oh, okay, gut. Looten kannst du gerne. Wird jetzt nicht so unfassbar relevant. Es ist überwiegend Geld hier. Geld werden wir doch brauchen. Naja. Ich hoffe, es läuft im Stream halbwegs flüssig. Ich gucke. Jo, so flüssig wie dein Gameplay für gewöhnlich läuft. Kein Unterschied zu sonst. Außer vielleicht ein bisschen schlechtere Bitrate, kann aber auch an meinem Internet liegen. Oder an meinem. Oder an deinem. Also du weißt, wo es lang geht, was das Spiel schon spielt. Ich habe das Spiel schon bis zum Ozean gespielt, ja. Hier, da musst du hin. Kisten, wo wir noch nicht zerstören. Nichts zerstören. Du musst hier hingehen und dann gucken. Aha. Was mache ich hier? Handel. Ja, nix. Wir müssen jetzt hin. Dann. Du lootst schon alles weg, damit ich es nicht mehr kriege. Ein umgestürzter Baum. Du kriegst auch alles. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Kann identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise. Baum identifizieren. Wenn der Pen-Paper-Kampagne den Charakter, die Charaktere alles sehen wollen, nur Wikipedia-Artikel öffnen musst. Ja, exakt, deshalb finde ich das auch so lustig, weil ich dazu relaten kann. Sehe ich denn irgendwas hier im Wald? Ich blicke mich im Wald um. Was sehe ich hier? Ja, die Bäume. Ich will noch ein bisschen genauer drauf hingucken. Was sehe ich denn da? Also der Deckenwald, der knarrt. Vielleicht heißt das, dass wir mit ihm reden können. Was sind denn das für Bäume? Kannst du mir da mehr drüber sagen? Wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainier deine Pobacken. Und wenn die Spieler sich auf Unwichtigkeiten konzentrieren. Ja, dann hast du einen Fehler gemacht, Dinge zu beschreiben. Dafür gibt's Wikipedia. Ja, wie gesagt, ich kann hier zu so vielen Sachen relaten, vielleicht finde ich es deshalb so lustig. Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg. Hier kommt das erste ein bisschen Combat. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf! Töten wir sie! Zwackend! Sie sind so zwackend! Kehre niemals zurück! Kann ich jetzt schon kämpfen, aber ich habe noch keine Waffe. Ja, du hast eine Nahkampfwaffe. Aber wo? Mit V. Standardmäßig mit V. Du kannst es dir gerne auf irgendwelche Bonustasten auf der Maus legen. Aber kann ich mir die irgendwie auf die linke Maustaste legen? Ja, mit Optionen, Steuerungszeug. Mach's nicht auf die linke. Linke wird deine Waffe sein. Ich hab's auf meiner Zurücktaste. Und Zauber sind auf der Vorwärtstaste. Ah, ich würde gerne mit der Axt, die wird schon mit der Maus normal angegriffen. Wir sollten da hochklettern und den Hufabdrücken folgen. Willst du nicht? Du benutzt sie sowieso äußerst selten, außer es ist nötig und dafür bin ich dann da. Aber das ist der normale Angriff, den mache ich doch immer mit. Nein, es ist nicht der normale Angriff, das ist nur das, was du aktuell hast.
Okay. Deshalb renne ich gerade schon ein bisschen vor, weil gleich kriegen wir unsere normale Waffe. Dann lass ich es auf dem V. Ich merk's, wenn du gleich mal kommst. Also V ist bloß eine Taste, die ich mir bis nächstes Mal nicht merken kann. Kann jetzt auf V F ist immer dein Nahkampf gewesen. Nein, F sind deine Zauber, die brauchst du dann später. Dann muss ich mir gesagt, ich hab's mir auf meine Maus gelegt, damit ich das schön reinmache. Da muss ich mir merken, dass es so V liegt. Ihr regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war. Jetzt. Ihr habt eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von Schicksalsbringern. Es ist eine Knarre! Das ist, womit du angreifst. Keine sonderlich gute Waffe, aber ein wahrer Champion kommt mit einem zurecht. Ah. Funktioniert wie in Borderlands. Das yep. ist Tinas Fantasy, Baby! Hast du eigentlich jetzt die ganze Zeit meinen Charakter gehört oder deinen? Der Boot des Schreins von dort aus erblickt ihr ein malerisches Dorf. War es eine äußerst hohe, nervige Stimme? Aber dahinter lauert bedrohlich Bis wir euch Tina reden. Alte Burg. Wenn dein Charakter geantwortet hat, meine ich. Achte da mal drauf, weil ich hab bisher nur meinen gehört. Und gerade antwortest du. Lul. Sehr okay, schrille Stimme. Ja. Okay, keine quietschige, sondern keine quietschige Stimme, sondern. Ja, exakt, die habe ich aus Versehen ausgewählt, scheinbar. Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer! Bei den Skeletten ist ganz lustig, du kannst ihnen tatsächlich Körperteile abschießen. Aha. Wenn du zielst. Oh, das hat verschiedene Effekte. Tod ist zu gut zu dir! Ja, du redest auch perfekt. Okay. So klang deine Grundschullehrerin. Heilige Scheiße, er könnte zum dunklen Herrn kommen. Ich muss mich sputen. Ja, ja, was auch immer das heißen mag. Da oben auf dem Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Ich bin Ribula, treuer Diener des Dragonlords. Verrate mir, wo sein Oh nein, nicht der Dragonlord. Ich weiß es nicht. Ja, der Name ist in Deutsch nicht so gut. Lüge, ich mach dich. Wir müssen offensichtlich noch Mittel fangen. Metal, Leute. Magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Oh oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Macht der Dragon Lord einen Posterverkauf? Nicht ohne Keine Ahnung, aber er hat uns seine Adresse genannt. Dann müssen wir mal zu ihm kommen. Machen wir später. Sieg! Ich hab die Hoffnung nie aufgegeben. Wir müssen erstmal durch die Häder durch. Das Gebrüll von tausenden Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen das Dorf. Oh, das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Okay, verstehe ich. Meinen Drachen habe ich noch nicht, den kriege ich erst später. Nein, den kriegen wir nach Abschluss des Tutorials. Wir spielen heute so lange, würde ich sagen, bis wir die Klassengroßtat haben, das heißt, das erste Level kurz. Ich habe gerade eine neue Waffe aufgehoben, wenn ich die Ressourcen ja, im Inventar, wie üblich. Dem hau ich mal kurz. Ein Kleber habe ich aufgehoben. Ja, Nahkampfwaffen. Wie gesagt, ist ein. Oh ne, die hat nur 5. Ganz viel Spaß. Das ist für den Anfang richtig gar nicht schlecht. Wenn du dann mal kurz zu mir kommen möchtest. Noch ein Weg. Wenn wir durch sind mit dem Kampf. Also jetzt. Da kommt ein Boss. Nein, der kommt nicht. Wer das Skelettritter. Eine einzelne Dorfbewohnerin hat das Gemetzel überlebt, aber sie sieht ziemlich übel aus, als würde sie gleich sterben. Wir könnten ihr den Arsch retten. Kriegen wir gemeinsame Waffen, oder? Ja.
Du darfst aber erstmal leveln. Ich belebe gerade die wieder. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wo level ich? Das heroische Werk ist mir reichlich lohn. Den Dragon Lord zu besiegen ist meine Mission. Oh, ich habe ein Gedicht verfasst. Du bist ein Schicksalsbringer. Ein Gedicht verfasst. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von... Kannst du deine Stimme noch ändern? Die ist etwas nervig. Sonst finden es ja deine Schreiben zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft. Die nervt mich auch. Ich muss damit leben. Deshalb will ich ja bis zum... Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir zu dem Punkt spielen, wo wir auch tatsächlich Sachen anpassen können. Mein Bauernarsch bringt mich um. Was wichtig ist, komm mal kurz rüber. Ich bin gerade beim Leveln. Ja. Skills oder? Wo mache ich das weiter? Ja, Skills brauchst du. Tutorial überspringen. Ah, wie bei Borderlands. Exakt. Eid des Feuers, Strahlen, Eid des Donners. Reinigende Flammen. Aber die Punkte kann ich ausgeben, ich stärke gerade wohl. Keine Sorge, ich immer jetzt gleich. Du kannst Punkte ausgeben, so viele wie du hast. Mit Q kannst du nochmal Attributspunkte vergeben. Ich hab nochmal Heldenpunkte. Das sind wahrscheinlich die Attributspunkte. Ja. Exakt. Jetzt kann ich nochmal auf Stärke und so weiter leveln. Soll ich auf Stärke erstmal leveln, oder? Was wenn du das du? Möchtest, das ist dir überlassen, was du leveln möchtest. Es steht ja da, was es jeweils erhöht. Ich gehe erstmal auf die Zauber ab, klingt scheiße, weil ich weiß, dass die Zauber für mich nicht relevant werden. Ich geh mal auf Geschicklichkeit. Das ist... Ja. Ah, okay, ich habe jetzt einen Hammer bekommen. Mhm. Wie gesagt, wenn du dann einmal zu mir rüberkommen möchtest, wenn du Zeit hast. Wie setze ich den Hammer ein? Das müsste bei dir... Ich weiß nicht, was die Standardbelegung ist. Das müsste dir gleich im Tutorial angezeigt werden. Das habe ich, glaube ich, geskippt. Im Zweifel F. Probier mal. Nö, F macht gar nichts. G. Yep. Dann ist es G. Wo kann ich das umlegen? Im Menü. Das machst du am besten später. Jetzt komm mal einmal hier rüber. Das geht auf einer Maus, mittlere Maus, das kann man nie dafür nehmen. Ja, das da sind Collectibles. Die teilen uns auch. Das sind die Sachen, die wir brauchen, damit das Glück erhöht wird und die Loot-Chance für gute Waffen. Ah ja. Ich habe eine zweite Pistole. Das ist gut. Ich hab's übrigens auch auf mittlere Maustaste gelegt, die super Special Skills. Die Ruine von Gruftheinstein liegt jenseits. Ja, wo leg ich das um? Da drüben auf Fantasien. Ich spüre die Präsenz des Dragon Lords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette? Die war das. Ich dachte, wir hätten den Dragon Lord schon besiegt. Was? Action Skill. Das ist Ewigkeiten her. Weil er ein Nekromant ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschgaul seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Er wird ziemlich angefressen sein. Primärwaffe feuern war linke Maustaste, oder? Ja, Primärwaffe war linke Maustaste. Was hast du umgestellt? Ich habe aus Versehen Action-Ziege gerade auf linke Maustaste gelegt, deswegen muss ich das okay. Nochmal. Jetzt ist... Ja, der Action-Skill, den willst du wahrscheinlich auf linke Maustaste haben. Okay, ja, sehr gut. Nein, den willst du wahrscheinlich auf mittlere Maustaste haben. Ja, ich auf mittlere Maustaste, sehr schön. Ja, der ist nützlich, den wird man oft benutzen. Bei mir ist übrigens so eine Salve an, mit super Bogenschuss-Dingern aktuell. Hätte aber wahrscheinlich einen anderen dazu. Mag Ellie auf die Kette. Achso, den Action-Ski kann ich nicht immer benutzen. Nein, der lädt sich auf. Wo sehe ich, wann der sich aufgeladen hat? Unten rechts. Ah, okay, der ist aber nicht aufgeladen. Ja, dann probieren aus.
Genau so. Eine gruselige alte Ruine. Niemand schreit mehr in ihre Halle. Zumindest niemand Lebendiges. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich hatte noch so viel vor. Übrigens, was lustig ist, Bunkers and Badasses kannst du dir auch tatsächlich als Regelwerk kaufen. Nebenbei gesagt. Aha. Na, weiß nicht, wie lange noch. Hast nicht gehört, dass die Beyond jetzt, dass da die Hombu, dass das Hombu abschaffen will? Die wollen super. Das schon seit Ewigkeiten abschaffen bzw. versteuern. Und du kaufst die auf DriveThruRPG, weil das ein eigenes System von 2K ist. Und nicht bei denen die Beyond. Bisher habe ich mir noch gar nicht gekauft. Es geht um Orks und... Ich weiß, aber ich kaufe es mir und ich werde mir das wahrscheinlich auch kaufen, weil ich mag es ziemlich gern. Das mit den Killskills ist ganz cool. Nein, und nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests. Ich habe auch gehört, dass die irgendwie bei denen, die Beyond hier, dass mit den Face-Scherben irgendwie ausschalten wollen, dass sich jeder in der Kampagne sich das selber holen muss, irgendwie. Mehr Geld zu verdienen. Das wäre ein Genickbruch für die. Das werden die nicht machen. Dann bin ich am Arsch. dann ist jeder am Arsch, weil du kannst nicht verlangen, dass jeder Spieler sich jedes Regelwerk extra kauft. Dann können wir keine Kampagnen auf die Beyond spielen. Ja, dann kannst du das Ding generell nicht mehr benutzen und kannst du das Nachschlagewerk haben, wenn du sowieso die Sachen hast, aber sonst ist das irrelevant. Das brauchst du dann nicht mehr. Das kannst du dann auch nicht mehr für irgendwas benutzen. Kannst du keine Runde mit 5 Spielern spielen und die müssen alle 60 Euro ausgeben, um alles zu haben. 60 Euro ist lustig, nein, du kannst mit 500 Euro rechnen, weil du willst halt die coolen Klassen haben. Aber es ist bei Hasbro. Warte mal ab. Man kann es ihnen zutrauen, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil das wäre der Genickbruch, den sie sich nicht leisten können. Ja, die haben sich schon einige Genickbrüche geleistet jetzt. In letzter Zeit. Ja, aber das wäre halt wirklich. Dann können sie es halt begraben. Weil es gibt so viele gute Regelwerke, die du online benutzen kannst. Du brauchst es dann nicht mehr. Es gibt auch tausende Leute, die sowieso auf Pathfinder wechseln von D&D. Die können sich das nicht leisten, weil das Franchise will dann sterben. Aber sie wollen D&D nur noch als Lizenz wie bei Steam Spiele veröffentlichen. Das heißt, du besitzt es nicht mehr, sondern benutzt es nur noch. Das finde ich auch nicht gut, deshalb werde ich das nicht kaufen. Ich liebe es! Schnapp dir das Zauberbuch! Oh, ich habe ein Zauberbuch. Gefällt mir schon besser. Magie. Ja. Einfach mal einen Zauber zu werfen. Ich kann die jetzt eineisen. Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So. Habe ich immer nur einen Zauber oder muss da? Du hast immer nur einen Zauber, aber wir wechseln die. Das ist wie die Granaten im Vorhallen. Es gibt auch sehr coole Sachen. Geduld wird. Und die laden sich sehr schnell wieder auf. Also. Da oben ist noch ein Skelett. Endlich! Warten es die Bodenbretter des Thronsaals wirken. Wie kommen wir da hoch? Und morsch. Du musst einen Zauber drauf wirken, glaube ich. Entweder das oder. Du musst das händisch machen. Ah, nein. Ja, du musst das so machen. Und rein. Die Knochen rutschen Level. Steigt euch in die Nase, während ihr in die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und hier habe ich viel Zeit verbracht. Beim Was ist das? Oh, ein Achievement. Meine Herzen ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau. Übrigens, das Video, der Violettton, den mein Charakter daran erinnert, ist wahrscheinlich der historisch getreueste Ton, den man überhaupt haben kann. Sonst erhebt sich das große Böse erneut. Du siehst, weißt du was? Dein Charakter sieht original aus wie die, ich glaube, 60er Catwoman. Ja, aber wie.
Aber so dieser Rot-Violett-Ton, das ist das, das haben die Könige damals wirklich, das war teurer. Dieser Rot-Ton, der war so ein, dieses, wie hat man es genannt, dieses... So Rotstöne und gerade so dunkelviolett Weinrot war tierisch schwierig zu bekommen, deswegen haben es nur die Adligen, haben die Adligen und so weiter das bekommen, weil das von, weil man dafür Blutläuse irgendwie, das Blut von Läusen braucht, muss man dafür quetschen, um das zu bekommen. Und zwar, es wurde mit Blut gefärbt und das ist da. Ja. Ja. Der Weg scheint. Wenn du da reingehst, ist direkt der Boss. Kommst du einmal mit? Oh, sehr schön. In eurer Seele. Sie fragt. Wo gehst du hin? Einmal den lustigen Würfel holen. Ich habe die Locations erstens offen, zweitens offen. In den ersten drei Leveln alle. Man sagt mal, die Farben waren halt früher, mussten halt durch Natursachen so hergestellt werden. Deswegen immer noch überwiegend durch Natursachen hergestellt. Deswegen war so blau war jetzt keine seltene Farbe, weil das kannst du von einem, kannst du Beeren dafür quetschen. Das ist aber so das bestimmte. Und grün kriegst du auch relativ leicht hin, aber so ein Violett, das war. Ja, da musstest du halt. Einer der ergebensten Untoten des Dragon Lords. Weinrot war schon echt aufwendig, das herzustellen. Initiative drauf! Erzittere vor Ribola! Er ist der Boss. Ich erzittere. Ja, natürlich ist er der Boss. Achso, der erste, ja. Der ist relativ ganz klein. Ich hau ihn mal. Ja, der sammelt immer seine Skelette, die relativ schnell down gehen. Da kann es nicht gut dran befallen. Sind die Bosse hier genauso random wie in Borderlands oder? Nein, die sind tatsächlich sinnvoll. Der hier ist ganz klassisch böser Magier, der will seinen Bosse checken, also ist halt da. Und die haben kein so random. Ich hab dem Gefallen getan, glaub mir. Gut, außer die Faustschlag D, bei der ist der Bosskampf irgendwie sehr random, aber der ist lustig. Wo ist denn der Boss jetzt? Der ist mehr blau. Der hat in die Ecke geportet. Ich kenne seinen Pattern, keine Sorge, ich hab den stundenlang gegrindet. Kommst du mal her hier? Kenn ich. So. Fast tot. Ja, gibst du mir den Kill? Nein. Da musst du schon was Bösartigeres aufbauen. Und eine grüne Waffe. Es ist noch Zeit. Ja, das ist für den Anfang doch nicht schlecht. Von ihm haben wir die Legendary, das heißt, da müssen wir uns nicht drüber aufregen. Wir haben noch keine Legendary Weapons. Ist toll. Ich hab so eine Legendary. Bist du schon OP mit legendären Waffen gehen, oder? Wenn die Kämpfe doch zu leicht. Ich hab sie auf jeden Fall. Das ist gut. Die Waffe ist nicht nein, gut. Vergiss es. Komm schon. Der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Da ziehen wir die Objektpunkte für die Stärke der Waffen, man oder? Sieht sich immer zweimal schießen. Guck einfach auf den Schaden, was es macht. Erstmal. Muss ich einer alten glitzernden Freude. Schaden 2x4 macht er hier. Es gibt hier sehr gut. Es gibt hier sehr viele sehr coole Waffen. Verdammt, er ist entkommen. Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Hm. Jetzt habe ich auch vernünftige Waffen. Zweimal dasselbe irgendwie. 2x4. Du hast schon komplett goldene Waffen oder was? Nein, wir haben noch keinen Zugriff auf die Bank.
Aber ich habe einen neuen Zauber. Besser so. Die Zauber rüsten wir hier aus. Ja, okay. Die Zauberrüste ist einfach so. Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer, das Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Langsam Feinde. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Ich glaube, das ist jetzt ein Heilungszauber oder was? Moment mal. Nö. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Heilzauber gibt's nicht. Freundin? Kannst du ihn mal probieren, weiß, dann siehst du, was er tut. Meiner macht das hier. Mentes Unglück der Erholung heißt er. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachtkuf reisen. Hier neben dir. Ah, du reißt was aus dem Boden. Ich kann Dinge aus dem Dingens wieder rausholen. Mir ist kalt. Ja. Also guck mal, achte auf den Punkt da vorne an der Tür. Ich kann das hier. Aha. Ein Meteor rufen und den explodieren lassen. Schon mal eine Eiswaffe. Du machst. Ja, wir sind hier alle sehr eisig unterwegs gerade. Es gibt noch Lebensraub und Gift, glaube ich. Schaden 42, kritische Chance 0%, Abklingzeit 9,4. Verlangsamt Feinde. Ah, okay, das macht diese Granate, die ich benutzen habe. Granatzauber. Das ist ein Zauber, ja. Reiche Prachtruf. Wir werden Camp. Kannst du uns Feuer setzen? Ja, das ist, glaube ich, eine Anspielung an Skyrim. Nebenbei gesagt. Alles ist eine Anspielung an Skyrim. Das ist wahr, weil Skyrim ist alles. Du fällst in Ohnmacht und du erwachst in einem in einem Fahrzeug. Oh, you're finally awake. Wir haben diese Sequenz alle sehr oft gesehen. Ach, scheiße. Kannst du ihn hängen können, bei mir gerade richtig. Die hängt bei mir auch. Und ist sehr leise. Ja, auch bei mir. Die ist nicht gut abgemischt. Aha, da haben wir das Opening geschafft. Ja. Willkommen in der Oberwelt. Du befindest dich nun auf Tinas lebensechtem Rollenspielplan. Voller neuer Bereiche, Aktivitäten, Quests und gefährliche Kämpfe. Während du versuchst, die heroisch den Dragon Lord zu besiegen, solltest du dich auch überall gut umsehen. Du wirst Erfahrung und mächtige Ausrüstung brauchen, um für die kommende Herausforderung gewappnet zu sein. Dein Weg mag manchmal versperrt sein, doch du kannst in den Wonderlands freundliche Personen kennenlernen und die dir auf den Reisen helfen können. Ach du Scheiße. Was ist mein Charakter auf der Overworld? Ja, es sind Miniaturen. Meiner ist schlimmer. Bobblehead. Wir müssen hier durchs hohe Gras. Hier werden wir. So ein bisschen, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die. An hier diese. Also Pop. Diese Popfiguren, diese Pop-Dingens. Ja, Vinylfiguren. Das ist auch wahrscheinlich daran angelehnt. Man weiß doch, nie, was müssen, im hohen Gras lauert. Hüte dich vor den Feinden in der Oberwelt. Sobald du einen berührst, du musst das nicht deinen vorlesen. Kampf. Es ist einfach Zufallsbegegnung wie bei Pokémon. Zufallsbegegnung. Oh. Bereit machen zum Kampf. Ja, Zufallsbegegnung. Ah, mit dir, nicht mit mir, weil ich bin da. Es ist egal, wer von uns reinlatscht. Das sind einfach nur Camp, so ein paar kleine Arenen. Die sind relativ schnell durch und die sind relativ schnell durch. Die macht nicht wirklich Schaden. Meine Waffe. Doch, wir müssen nur ordentlich zielen. Die macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Oh, eine Waffe. Level up. Schön, das
Bogen. Ich komme nicht mit feuerem Bogen zum Gewehrkampf. Schaden, oha, das ist schön. Ich muss ausrüsten. 32 Schaden. Neue Waffen. Ich habe gerade zwei neue Waffen, die viel mehr Schaden machen. Oha. Wir haben die gleichen Waffen oder was? Ja, wir haben nicht dieselben, aber wir haben vergleichbare. Ich habe jetzt ein 20 Schaden, ein Schwert, so ein Samurai-Schwert, muss man sagen. Können wir irgendwo auch die Waffen verkaufen, oder? Ja, das kommt dann. Ah, Schutz. Kann ich den Schutzschild ausrüsten? Merkwürdig. Warum kann ich keinen Schutzschild ausrüsten? Kannst du, ganz normal. Kann ich gerade irgendwie nicht. Dann ist es wieder so ein bisschen nervig wie bei Borderlands. Zieh es einfach ins Feld mit gedrückter Maustaste. Geht nicht. Hast du das richtige Level? Müsste. Ja, du klickst da drauf. Bin zu blöd dafür. Warte, ich mache erstmal. Du klickst einfach einmal auf dein Schild und dann klickst du auf dein Schild, den du ausgerüstet hast. So, Schild. Tagebuch wollte ich gerade nicht. Das ist doch ein Schild. Wächter des Wachstums. Ist ein Schnarks. Ich kann es nicht ausrüsten. Tja. Dann kannst du es halt nicht ausrüsten. Dann rüstest du den nächsten Schild einfach aus. Ich kann hier gar nichts ausrüsten. Naja, egal. Was soll's. Du klickst drauf. Guck mal. Du klickst einmal auf dein Gebrauchsschuss. Schild. Und dann klickst du auf dein Schild im Inventar. Hier steht leer drin, aber das ist. Ich kann da nichts. Da ist nichts. Ich habe nichts im Inventar, was dort ausrüsten kann. Ja, dann hast du nicht im Inventar, was du ausrüsten kannst. Hm. Es ist dasselbe wie Borderlands. Es ist exakt dasselbe Spiel, nur mit Fantasy-Setting und besser. So, haben wir jetzt irgendwo einen Punkt, wo wir eine lange Rast machen können oder so? Nein, wir machen noch, wie gesagt, das nächste Level und dann sind wir in der Stadt, dann können wir beenden. Ah, okay. Wo geht's lang? Erstmal den Würfel mitnehmen. Hier geht's nach Schlummertal. Nein, da müssen wir nicht lang. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde, jede Menge sogar. Die heißen Rattenschaft-Häschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel, die Hoppolos, und das ist seine Sippschaft von Auskalten. Und warum ticken sie? Und hier ist ein NPC. Ja, die Quests machen wir beim nächsten Mal. Wir machen das jetzt relativ schnell. Wir nehmen einmal kurz das DLC-Ding mit, weil Grasitzwaffen, ziemlich gute für den Anfang. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Du machst jetzt schon DLC. Ja, hier gibt es einmal kostenlose Waffen, die nehmen wir mit und dann... Und du musst mal deine Charakterstimme ändern. Ich weiß. Die nervt. Ein Gast. Du bist einen weiten Weg gekommen. Kann nicht schaden, noch etwas näher zu treten. Was offenbar.
Das Schicksalsrad. Ja, ich habe meine zwei. Soll ich auch nochmal? Ja, ich habe meine zwei Dreher gemacht. Du darfst deine zwei Dreher auch noch. Ah, interessant. Ja, da kriegst du Waffen für. Das sind tatsächlich gar nicht so schlechte Waffen. In Violett. Ja, ich hab leider ausschließlich Nahkampf, aber das passt schon. Oh, eine blaue. Und geht's. Du bezweifelst meine Fähigkeit, dein Schicksal zu deuten. Wie du es. Ein violettes Zauberbuch. Das sind tolle Sachen. Blaues Zauberbuch. Was war jetzt nochmal besser? Blau oder violett? Die Vorhersehung, violett. Die ich für dich habe, wird dir gefallen. Ich sehe eine tolle. Ah, mein Inventar ist voll. Sehr schön. Wenn ich ein paar weiße Sachen rauswerfen. Wie werfe ich Sachen raus? Deinem Glück sind einzig durch deine Mit R diesmal. Nee. Oder durch deinen Magen. Wie werfe ich Sachen raus aus meinem Inventar? Als Müllmarkt. Du musst das mit Q machen können. Nee, kann ich nicht. Und das, was du dort siehst, zu bejahen. Dein freier Wille hat dich so weit gebracht. Ich kann hier Sachen nicht wegwerfen. Merkwürdig. Bin aber voll. Können wir irgendwo verkaufen? Oder? Ja, hier. Deshalb bin ich auch hier. Doch, Q, so musst du es gedrückt halten. Für 24 Schaden. Nichts zu fürchten. Okay, die violetten Waffen haben aber weniger. Im Sinne des Wortes. Haben aber weniger Schaden als meine. Die haben dafür wahrscheinlich andere Effekte, die cool sind. Nicht wirklich. Die momentan erstmal noch auf Schaden. Masse Magie, Sperrfeuer des Lichts. Aha. Zieren des Unglück der Tragträume. Mit 12 Schaden oder 22 Schaden. Wo ziehen wir das hier aus? Ja, verkaufen ist hier drüben. Kann man die Waffen auch sortieren oder? Müsst ihr einzeln. Sortieren müsstest du normalerweise können. Ja, mit Alt schaltest du durch. Nach Seltenheit, nach Typ. Ich mach meistens nach Punkten. Ich muss Inventar loswerden. Ja. 32 Schaden. Ach, ein geiles Schaden. Wo kann man jetzt hier verkaufen? Da oben in der Taverne oder? Ah, hier ist ein Automat. Passt gerade dein Skin an. Ja. Du bist nur so gut wie deine Klinge. Okay, die Stimme ist perfekt. Verkaufen wir erstmal alle weißen Sachen. Und nicht schon grün und rot. Ich hab einfach mal alle rausgehauen. Ach, das ist Schrott. Noch was für meine Schrottsammlung. Gut, gib her. Wunderbar. Tja, jetzt gehört es mir. So. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Ja. Warum hat's dieses Spiel überhaupt? Weiße Waffen. Ach, das ist wir haben jetzt schon violette und grüne Waffen. Das ist dann schon. Jetzt so ja, schnell. Du sollst aber. Das hier ist aber eigentlich DLC-Gebiet, also hier. Du bist ja. Halt so schnell raus aus den weißen Waffen, dass das halt schon. Ja. Ah, okay, hier ist die Bank. Mit aber jetzt Level nicht. 11 können wir, aber wenn wir jetzt die legendären ausprobieren. Wenn wir jetzt schon legendäre ausrüsten, dann sind doch alle Bosse kein Spaß mehr. Mit Level 11 und sie sind nicht sonderlich stark, weil sie für Level 11 Charaktere sind. Die Bosse leveln mit. Gut, bis wir Level 12 sind, das war nicht die Stimme, die ich mir gerade gegeben habe.
Nein, definitiv nicht. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Können wir das Inventar auch irgendwann mal vergrößern? Ja, das können wir alles in der Stadt, wo wir hingehen jetzt. Wie gesagt, das hier ist nur die Zwischenbasis, das ist das DLC-Ding. Das haben wir gemacht für gute Anfangswaffen, dass wir gut durch das nächste Gebiet kurz durchkommen und dann passt das. Ich habe jetzt ein Scharfschützending und eine Pistole. Ja. Das nächste Level dauert ein bisschen, aber das kriegen wir heute definitiv noch durch. Erfolgen wir noch ein Level? Oder wie? Ja, ja, wie gesagt, wir machen jetzt noch das Ding, damit wir die Stadt freigeschaltet haben, soweit. Und dann können wir den Rest nächste Woche machen. Queen's Gate. Ich kann mir Punkte ausgeben. So Heldenpunkte kann ich noch ausgeben. Vor euch ragen die mächtigen Bauern von Prachthuf empor. Ihr seid jedoch nicht die einzigen Neuankömmlinge. Eine gewaltige Skelette! Hast du ein bisschen Geld übersehen? Katapulte! Wen interessiert Geld? Hier sind Waffenautomaten. Ja, und ich bin schon am Kämpfen. Auf ins Abenteuer! Die Texturen sind nicht geladen. Skelettchen gelangt am Strand und laden böse Fracht ab. Skelettmänner ich glaube, das ist eher eine Ästhetik, dass die Sachen gerade aufploppen. Wo bist du? Ich bin hier noch ganz weit hinten. Ja, ich bin hier schon am Looten. Und die ersten Würfel mitnehmen. Kommen auch irgendwann mal. Ein Glückswürfel. Stabiler Glückswürfel. Was bringen die Glückswürfel? Die erhöhen unser allgemeines Loot-Glück. Aha, besser Loot. Ja, yep, besser Loot. Overall. Meine Stimme hat es nicht geändert. Beziehungsweise nee. Übernommen die Dialoge. Das ist blöd. Müssen wir jetzt damit bis zum Ende leben, oder was? Ich hoffe nicht. Das muss deine Karte nochmal neu erstellen. Nochmal reinladen, nächstes Mal. Oh, ja, was Goldenes. Keine Ahnung, für den Sprung-Dinger ist es auf jeden Fall geändert. Rüstungsfarbe Silberknecht, aha. Nur ein Skin bekommen. Ja. Eine Rüstungsfarbe. Das soll wohl ein Witz sein. Heute sterbe ich nicht. Leider. Jetzt sind die nervig, die Gegner. Ich bin am Sterben. Schieß einfach auf Gegner. Ich bin tot. Ich hab's gesehen. Auch wieder in diesem Spiel. Es setzt sich fort. Na, oh, minus 100 Geld. Ja. Genau wie damals, als die Hexen einwerfen. Ja, ich bin so ziemlich Catwoman. Du bist ziemlich was? Ich bin Catwoman. Da muss ich wohl noch etwas leben. Offensichtlich. Ja, bei dem Lila. Weißt du, war die auch blond? Keine Ahnung. Ich glaube, Catwoman war mal brünett, aber.
Und hat dann. Die ich aus den Batman-Filmen kenne, ist immer, hat immer schwarzes Outfit. Auch die aus den. Auch die aus den 90ern. Ich rede von den 60ern. Das habe ich nie gesehen. Sollst du, es ist unfassbar lustig. Auch immer noch. Es gibt sehr schwierige Szenen, aber. Das ist wohl bei allem aus der Zeit so. Ich kann einfach nicht zielen. Lieber mir einen Faustkampf mit dem Typen. Wir sollten eine Tasse aus seinem Schädel machen. Was hältst du von einer Schädeltasse, Molly? Ich hab davon drei. Deine Quietschestimme ist immer noch da. Ich weiß. Tut mir leid. Ich hab sie blind ausgewählt. Mach gleich einen neuen Charakter. Wenn das weiter bleibt. Du musst aber einen neuen Charakter erstellen. Ich probier mal kurz was. Geh mal ganz kurz zurück ins Hauptmenü. Wir haben hier noch einen Kampf. Ja, und du schickst mir kurz noch eine Einladung, beziehungsweise ich kann ein blaues Schwert. Für das. Für den Anfang noch gar nicht so schlecht. Alles gut, ich join dir gerade nochmal und vielleicht hat sich was. Warte, ich bin hier gerade mitten in dem Kampf. Ich kann gerade nicht. Gut. Ich hab eine relativ geile. Ich hab grad Zeldas Master Schwert von Zelda bekommen. Davon gibt's einige. Eine einsame Gestalt, die alleine gegen die endlosen Horden von Skeletten ankämpft. Oh, alle die Katzen. Trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist. Das ist, glaube ich, ein Bosskampf. Nein, der ist cool. Paladin Mike, bist du jetzt schon gejoint? Ja, ich bin schon wieder da. Ich hoffe, dass es für die Dialoge jetzt passt. Hey, du, ja, Zivilist! Hierher! Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Und da bist du. Wow, ich dachte, Paladine wären steife Regelbuchstreichler. Sehe ich verdammt noch mal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schadkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Cool, oder? Aber sie sind vom Dragonlord. Hätte ich hier überall Skelette verstreut, wäre das viel cooler. Ist das deine Stimme? Der Dragonlord. Das ist deine. Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte. Hast du eine tiefe Stimme, oder? Über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich habe eine sehr hochgepitchte Tiefe. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut, hier, nimm dieses Fanta C4. Ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft! Skelette, da vorne! Ist die Fanta, heißt die Fanta... Das Katapult ist direkt voraus! Heißt die Fanta C4 wegen Fantastisch oder wegen der Nazi-Cola? Wegen Fantasy. Achso, ich dachte wegen der Nazi-Cola. Der Dialog war, geht es nicht etwas fantasy-mäßiger? Ja. Ah, okay, die neue Stimme hat übernommen. Gut.
immer noch nervig, aber nicht so nervig. Nein, ich werde dafür nicht verklagt, weil das ist leider die Wahrheit. Oh, hast du Chat hier? Hast du Chat-Kommentare? Nö. Hat gerade Nazi-Cola gesagt, weil es ist halt einfach. Jeder, selbst Fanta weiß, dass die Nazi-Cola waren. Ja. Oder sind. Ich würde damit nicht sagen, dass das schlecht ist oder so, oder. Ich meine, ja, Nazis sind schlecht, aber. Aber das Softgetränk ist. Ich trinke Fanta tatsächlich sehr gerne. Ich mag sie nicht so. Tatsächlich. Also sie ist okay, aber ich bevorzuge mittlerweile die originale amerikanische Cola. Die in Deutschland auch sehr viel besser ist als amerikanische. Hier die. Hier Mirinda finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz schlecht. Die ist okay. Durchbricht die Belagerung. Ich bin hier noch am Looten. Oh oh, Skelette erscheinen, als ihr euch dem Katapult nähert! Wo sind die Gegner? Ach, da vorne. Ganz woanders. Level 4. Nice, ich noch nicht. Mir fehlen ja auch ein paar XP, weil ich 2 Minuten nicht da war. Und dafür hast du hast ja ein Borderlands. In Borderlands hattest du die. Das höhere Level. Jetzt bin ich mal dran. Was kriege ich da mit Level 7? Mit Level 7 kriegst du eine zweite Option für den Action Skill. Achso, und dann krieg ich meinen Drachen. Weitere Seele geerntet. Den kriegen wir, sobald wir das Level hier durch haben. Ah, sehr schön. Versuch mal den Troll zu besiegen. Okay, du hast den Troll besiegt. Oder ich. Korrekt. Zusammen. Was sprengen? Das Katapult explodiert in Blitzer und Regenbogenstücke! Verdammt gut gemacht! Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle! Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Echonet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen D&D-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah! Und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Ich war exakt in der Szene, und da finde ich das äußerst lustig. Ja, alte D&D-Charakter, die man selber schon mal gespielt hat, wiederverwenden ist. Ja, oder von irgendjemandem übernommen hat mit den Worten. Ja, kannst du haben, der ist auch gut. Habe ich in meine Backstory geschrieben. Das ist das Beste. Und ich fühl das Problem halt so hart. Es ist nie cool und man schafft es nie richtig darzustellen, aber es ist immer lustig irgendwie. Ich fühle gerade die für meine erste Kampagnenrunde fühle ich gerade die erste Taverne, die sie betreten werden mit super vielen Anspielungen an andere Sachen, das dann. Denk dran, du streamst nicht, das sind nur Anspielungen für dich. Ja. Die machen nur dich glücklich. Die werde ich auch nicht, falls ich mal ein Buch darüber schreibe oder so weiter. Das ist nur für die Kampagne jetzt hier. Damit da. Überleg, ob ich da Critical Role Content noch mit reinpacke, ob ich da irgendwie mit der eine Critical Role Figur noch mit drin sitzen lasse in der Kampagne oder. Theoretisch darfst du legit. Wenn du in. Ich glaube, wenn du Dungeon of the Mad Mage spielst, darfst du in der Taverne Matt Mercer sitzen haben, also den DM von Critical Role. Weil er mitgeschrieben hat und er existiert in dieser Taverne als offizieller Charakter.
Du, da es sowieso eine private Runde ist und da das nie veröffentlicht wird, kann ich da alles reinpacken. Ich kann da. Du darfst auch in öffentlichen Spielen Charaktere benutzen. Es gibt sowas wie Zitatrecht und Anspielungen, ja, und Parodie. Es hält dich niemand davon ab, in deinem Star Wars Pen and Paper Darth Vader zu benutzen. Hm. Aber ich hab schon den so der Critical Role Anspielung habe ich schon. Das gibt schon, beziehungsweise die Indie-Movie-Anspielung, das der eine Zauberer, der frisch gemähtes Gras zaubern kann, der kommt definitiv mit vor. Das kann jeder, das ist Prestidigitation, das ist ein Grundlagenzauber für Magier und Sorcerer. Aber der Zauber kann das, kann nur das. Das ist dein eigener, einziger Zauber. Denk dran, der ist Wild Magic. Das heißt, wann immer er zaubert, darfst du lustige Sachen würfeln. Nein, nicht dieser Zauber, es ist ein anderer Zauberer. Das ist nicht Oma. Obwohl. Tod ist zu gut zu dir. Ja, ich sitze übrigens auf der anderen Seite von dem Tor fest. Willst du das mal aufmachen, bitte? Ich bin hier gerade beim Katapult. Wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite dieses Tores. What the fuck? Wo? Oh. Ich sehe dich auf der Map nicht. Du siehst meinen Namen, hallo. Wut, mhm. Wie bist du da hingekommen? Gestorben. Okay, ich mach den langen Weg. Warte, ich tut kurz mal. Was sind ein paar Gegner. Ich steh vor dem Tor. Hab noch einen Würfel. Kann ich das Tor irgendwie aufmachen? Vermutlich. Es kann auch sein, dass ich einfach komplett falsch gelaufen bin. Ja, wir kamen durch das andere Tor. Ja, bin ich falsch. Ich bin aber auch gleich tot. Ich bin tot. Ich nicht mehr. Dank dir. Immer zu dir. Das ist ein. Die hatte ich noch nicht. Soll jetzt bei so einer Windmühle? Ne, ich bin in der falschen Richtung. Andere Richtung. Was hast du vorhin gemacht? Sie haben das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüberkommst. Das ist ein viel zu großer Sprung. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Hey, Finger weg von den Figuren! Aber euch mit dem Katapult zu schleudern klingt cool, also lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Ausnahmsweise. Ja, auch das. I will allow it. Das klingt cool, aber. Es ist eigentlich nicht in der Regel drin, aber ich werde es erlauben. Ja. Klassiker. Ich bin exakt in der Situation immer wieder. Also eigentlich ja nicht, aber mir gefällt die Idee. Kommst du auch mal mit rein hier? Du, ich habe hier hinten noch gerade ein bisschen Zauber, die ich kaputt machen muss. Dann gehe ich schon mal vor. Ja. Übrigens, zu dem Thema war ganz lustig in der letzten Cthulhu-Runde, die ich geleitet habe. Bin hier schon mal drüben. Die Konstruktion, ja. Nein, ich bin tot. Ja. Also in der letzten Runde, die ich geleitet habe, haben die Spieler nach Silber gesucht. Ich habe gesagt, ja, also an dieser Jesus-Figur, die Nägel sind aus Silber. Sie haben eine Jesus-Figur geschändet, um an Silbernägel zu kommen und die an eine Mistgabel zu kleben. Ja. Normale Runde. Sie hatten eine geheiligte Jesus-Mistgabel. Keine heilige Handgranate? Nein, aber der Priester stand daneben. Ja, normal. Das ist sehr lustig. Ja, die Runde hat sowieso an Seriosität verloren und einer der Spieler meinte, er möchte gerne. Wie mach ich denn? Er möchte gerne. Ja. Wie mach ich denn dieses Raketen-Special-Dings? Raketen-Special-Ding? Was für ein Raketen-Special-Ding?
Ich habe noch hier links so ein, also zusätzlich zu der Nahkampfwaffe eine zweite Fähigkeit. Hier. Ich liebe meinen Job. Eine zweite. Das ist scheinbar nicht auf Mitteltaste. Nicht das hier, sondern das andere. Dann noch eine zweite Fähigkeit. Dann probier mal F, oder? Ja, probier mal F. Ah ja, F. Könnte ich ja auch auf eine Taste umlegen. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem saftigeren Ziel. Endlich! Warten ist so schrecklich! Ich hab gesagt, ich könnte auf einer Spinne. Hab einen neuen Skin für mich. Ich habe auch schon zwei neue Skins. Ja, ich werf dir auch gerade zwei hin hier. Ich hab das, ich hab das meiste von dem Early Game Zeug halt schon, die schert man über die verschiedenen Charaktere. Ich meine, ein bisschen Zeit dafür, aber musst du mal ausrüsten. Also ist ganz entspannt. G-Punkte werden es gerade. Ich sterb hier aber gerade, oder? Nein. Und da kann ich ausrüsten. Wo mache ich denn diese? Wo mache ich denn die Skins? Du machst Doppelklick im Inventar drauf. Aber wo kann ich die ausrüsten? Wo kann ich den Charakter editieren? Skin, am Skin-Automaten, den kriegen wir in der Stadt. Ah, okay. Was wollte ich gerade machen? Tagbuch. Wie findest du eigentlich die neue Stimme von meinem Charakter? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Ist aber scheinbar nicht mehr so quietschig, weil sonst wäre es mir aufgefallen. Nein, er klingt jetzt wie ein kleinwüchsiger Rogue. Was ja auch in das Konzept passt. Der Glücksfaktor steigt. Blaues Zauberbuch. Was ich sagen würde, ich fühle die erste Taverne mit. Werde wahrscheinlich auch alle weiteren Tavernen mit möglichst vielen Insidern und Anspielungen füllen. Also in der ersten Taverne gibt es zum Beispiel, ich habe jetzt Life Strange True Colors gespielt und da gab es zwei, das werden die anderen niemals erkennen, aber da gab es drei D&D-Charaktere, also drei Pen-Paper-Charaktere, die dort da, und da haben die Spieler mal Pen-Paper gespielt und da die Charaktere werde ich ja mal vorkommen lassen. Oh mein Gott, mir fällt jetzt gerade ein, dass ich doch dieses fucking Furry Dinosaurier Highschool Drama spielen muss. Wirf daher weg. Also Feynor aus. Und Elamon wird definitiv vorkommen. Können ja, sie ansprechen. Ich mag es auch tatsächlich, meine Kampagnen irgendwie so ein bisschen zu verbinden. Bei mir haben meine Spieler jetzt übrigens den Goblin-Händler, den ihr damals mit Speeren, glaube ich, beschwichtigt habt oder so. Den haben sie jetzt kennengelernt. Was für ein... Du Glückspilz! Den von kurz vor den Zwergen. Den Goblin. Kann mich nicht dran erinnern. Den, bei dem dein Charakter geflirtet hat, der die Speere poliert. Ach, der. Ja, den haben sie kennengelernt. Der ist jetzt Avatar von dem Gott. Der auch niemals wieder vorkam. Auf nimmer Wiedersehen. Nee, aber jetzt kommt er wieder vor. Und er ist ich hätte gern einen Boss. Ist kein Boss, ist nur ein Badass. Weg von mir, Fleischsack. Du bist so. Ich brauche jetzt sofort einen Zauber, den ich wirken kann. Also ich habe eine Waffe bekommen. Was kann die? Irgendwas, das mehr Schaden macht. Belagerung beendet. Hab nicht mal geschwätzt. Das haben sie jetzt davon.
am Haupttor neu formieren. Sie oh, 41 Schaden. Angriff. Oh, schön für dich. Übrigens, während ihr euren kleinen heldenhaften Ausraster habt, sind meine Truppen bereits in die Stadt eingedrungen, um gleich alles niederzubrennen. Das ist toll. Wir alle haben Spaß. Ups, ihr steckt fest. Hier ist eine hübsche Brücke für euch. Ich hab schon drauf gewartet, dass die Brücke kommt. Der verdammte Infrastrukturerlass wird endlich umgesetzt. So, ich muss mal kurz... Option. Den Knochenköpfen hast du es gezeigt. Ein königlicher Wegstein. Unmöglich. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bist du... Fürs Zauberwirken. Alles klar. Ich bin verdammt beeindruckt. Hab nur Geschichten darüber. Mach gehört. Den zweiten Skill. Zielfeuermodus. Also du hast einmal Zauber und einmal deine mittlere Maustaste. Ah ja, das ist der Zauber und das ist die mittlere Maus. Dann Zauber das dann mal auf F. Hat mehr deiner Schicksalsbringerkräfte freigeschaltet. Ja. Die Armeen des Dragons. Soll ich die Weibern? Oh Mann, du machst das echt gut. Klassenbrust hat freigeschaltet. Wie setzt die jetzt ein? Gar nicht, das ist ein passives. Das passiert jetzt von. Der Drache kommt jetzt bei den Gegnern. Dein Drache ist dauerhaft da und der greift von sich aus an. Genau wie mein Pilzmann hier. Ah, okay. Sehr süß. Wobei ich sagen muss, ich finde meinen Pilzmann lustiger als deinen Drachen. Ja. Ich kann gleichfalls in der Familie. Kann das dein Drache auch? Kann ich den Drachen dann irgendwie leveln oder kann ich den kommandieren oder? Kommandieren weiß ich nicht. Leveln machst du passiv über deine Skills. Okay, der wird dann irgendwann groß und stark. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das auch geht, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall stärker werden mit den Fähigkeiten, die du für sie freischaltest. Hey, ist nicht beim Leveln hier. Haben wir jetzt die Stadt schon freigeschaltet oder? Nein. Wir müssen noch nicht das bekämpfen, machen, ja, hier wir noch müssen noch die Truppen in der Stadt machen. Und dann sind wir. Ah, der Pilztyp. Das ist nicht schlecht. Ja, ich hab den Pilzmann. Der ist lustig, der kann vor allem das Feuer auf sich ziehen. Und vergiften. Oh, ich hab ne Sniper. Übrigens, du kannst auch theoretisch Nahkampf-Kombos machen. Ja. Wenn du, während du schießt, Nahkampf drückst, dann springst du so ein bisschen dran und machst mehr Schaden. Das habe ich auch während dem Stream heute rausgefunden. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Tod. Das macht mein Drache, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Der da. Fliegt immer mal wieder rum und feuert. Ziemlich unscheinbar. Nee, das ist relativ auffällig. Man muss halt mal hingucken. Ich hätte eine Statue freigeschaltet oder so. Ja, die kriegen wir gleich. Du hast es mich nicht mal versucht. Hier drüben, Schicksalsbringer!
Bist du? Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass jede Stimme so eigene Sprüche gekriegt hat. Mhm. Das ist viel besser. Ich achte jetzt weniger auf die, ja? Auf die Stimmen. Bin abgelenkt von den Kämpfen. Ach, die sind doch einfach. Man stirbt doch in dem Spiel hier nicht. Ich bin schon gestorben. Nein. Du, der heißt, du hast gar keinen Skill. Ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Ha. Los, oh, Waffenautomat. Ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Ja. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Das blöde Tor ist zu. Sekunde, ich bring uns rein. Oh, beeil dich, lieber. Oh, Zauberbücher. Wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst, die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Komm schon und mach dich bereit. Da drinnen wird es vermutlich unschön. Wir sind uns einig. Nur kurz Waffen verkaufen. Ich schmelze das in Zauberkopf. Bin schon dabei. Nein. Danke. Das wird so. Hat man am Waffenautomat bessere Bezahlung für Waffen oder? Nö. Ah, endlich hier. Der gute Lifestyle. Das ist der Zauber, den ich wollte. Beziehungsweise der Schaden, den ich wollte. Nehme ich. Ich nehme dir etwas Last ab. Lass mich mal sehen. Der ist cool. Meine. Noch was für meine Schrottsammlung. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Hast du Hunger? Moment, isst du überhaupt was? Müsste ich dich füttern? Immer schön die Klinge steif halten. Dann habe ich nichts mehr im Inventar. Weil du gerade alles verkauft hast. Ich hatte doch gerade nicht, ich habe nicht alles verkauft, Mann. Moment, teilen wir uns das Inventar? Du hast gerade alles verkauft von mir wahrscheinlich. Das frage ich gerade. Hast, kann es sein, dass du ein Zauberbuch im Inventar hast? Schon gut. Hau ab. Ich habe nur noch ein Zauberbuch. Nutz. Wir teilen uns das Inventar. Teilen uns das fucking Inventar. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, muss sich nur einer ums Verkaufen kümmern. Gut, das muss ich wissen. Das war mir nicht bewusst. Hast du auch nur noch ein dieses... Ja. Zierendes Unglück der Tagträume. Das ist im Inventar. Kaskatierendes Magiesperrfeuer des Sheltons. Okay, ich habe da habe ich was anderes drin, aber... Ja. Moment, teilen wir uns die Inventarslots, aber nicht die Items auf den Inventarslots. Keine Ahnung. Das wäre noch herauszufinden. Gut, im nächsten Automaten verkaufe ich das eine Buch, was. Beziehungsweise verkaufe ich noch einmal das gesamte Inventar und dann. Checken wir das mal. Breithof. Sieht hübsch aus. Naja, hübsch ist eine Ansichtssache. Sieht schrill aus. Es ist so schön pink. Es ist doch so schön pink. Sieht sehr schrill aus. Nein. Okay, ich hab nichts grün. Ihr betretet Prachthof und seht den blanken Horror. Hütten brennen, Skelette fressen menschliche Füße. Voll deprimiert. Sieht so schön aus hier. Das ist echt voll deprimiert. So schrill? Los, wir müssen die Stadt säubern. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz.
Ach nö, nicht ja, Stadtsäubern. Ja, weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese Stadt erobert habe, werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Funktioniert es? Ich will, dass du mich hast. Ich rede von wahrer Verachtung, von ohnmächtigem Zorn, der in deinem Inneren brodelt und dich wie ein Feuer aushöhlt. Sag mir einfach. Ich hab doch gerade ich hab doch zwei Sachen aufgehoben. Warum ist mein Inventar immer noch mehr? Keine Ahnung. Ich schmeiß aus Spaß mal das eine Zauberbuch weg. Moment. Habe ich irgendwie falsch sortiert und habe ich jetzt nur noch Zauberbücher rein? Weil ich habe zwei Zauberbücher und ich habe Waffen aufgehoben, aber die sind nicht. Habe ich irgendwie einen Filter reingemacht, der nur noch Zauberbücher und Zauberbücher hast du einen Filter reingemacht, ja. Wie löse ich den wieder, wenn ich den. Angenommen, ich habe den drin. Keine Ahnung, klick mal auf Waffen bei dir. Also rechts, wo es ausgerüstet ist. Ich habe keine Ahnung, wo. Rechts, wo die ausgerüsteten Sachen angezeigt werden. Ich blick hier noch nicht ganz durch. Ist dasselbe Inventar wie bei Borderlands. Das hast du auch verstanden. Nö, hab ich nicht. Jetzt habe ich nichts mehr im Inventar. Ich verstehe dieses Inventar nicht. Okay, Moment. Ich mache kurz die Gegner hier weg und dann helfe ich dir mal, indem ich deine Spiel gucke. Was haben wir denn hier? Willkommen in der Familie! Hier ist es eine weiße Waffe drin. Die nehme ich mal zum Inventar. Ah, da ist sie. Okay. Du hast vielleicht einfach alles verkauft, versehentlich. Verwirrend. Noch ein neues Skin, glaube ich. Nicht keiner. Sehr viel Feuer hier. Jo. Waffe. Nein. Mein Kuchen kann genau. Und ich bin am Sterben. Sehr schön. Gepeinigt, gegrillt. Oh, Axt. Nein, Schaden. Ja, Achtung, jetzt kommt einer von den guten Jokes. Ihr sitzt auf dieser Seite fest. Was macht ihr? Das liegt doch auf der Hand. Wir betören die Zugbrücke. Wo meinst du die Zugbrücke? Ganz normal. Hey, Süße, siehst echt heiß aus. Sind die Gegengewichte neu? Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen. Dafür müsst ihr. Klappt immer wieder. Yep. Ich kenne diese Situation zu gut. Ja. Dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Zum Zottelplatz geht's hier lang!
Das Skelett, das mir den Diamantschädel der Königin bringt, erhält eine dieser neuartigen Totankeulen. Auch wenn ihr sie nicht essen. Ja, du kannst das Huhn einfach. Du kannst das Huhn rumheizen. Ist das bei dir passiert? Meine Kampagne haben noch nicht angefangen. Achso, ich dachte, du hast schon mal aus Spaß irgendwas gemacht. Eine Proberunde haben wir mal gemacht. Zwei. Gut. Sichere den Platz! Wenn das hier zählt. Schalten wir zum letzten Gefecht! Für die Königin! Und Bayern Bomber. Ah ja. Ich hoffe, habe ich schon 50 oder so fertig gemacht. Da sind die Dragons. Aber wo sind die Dungeons? Meine leichteste Übung. Oh, ich hab hier unten ein paar Gegner. Lass mir auch ein paar Kills übrig. Das ist wahre Macht. In jedem Helden steckt ein Freigelegt werden will. Keine Sorge. Und am Sterben. Nicht heute. Todesrettungswurf. Natürlich. Zombie-Schützen im Nahkampf. Ich komme mit einem Messer zur Schießerei. Irgendwo Gegner hier noch? Ja, bei mir. Warte, ich komme mit der Axt zur Schießerei. Ja, zack. Ein Held zu sein. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. Ich habe versucht, es nach den Regeln zu spielen. Aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Ich muss anfangen zu brechen. Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an. Oh, ein Skin. Heimat. Nice. Gut gemacht! Hierüber, Schicksalsbringer! Oh, noch ein Skin. Wir haben den ganzen Kleiderschrank voll. Ja, du müsstest einige davon noch finden. Ich hab schon das meiste. Du hast uns von dem alle Early-Zeug gerettet! Du bist der Held von Prachthof! Also, Achievement. Wegen dieser Drecks-Dragon-Lord-Geschichte. Die Königin wird sicher begierig darauf sein, unseren neuesten Schicksalsbringer persönlich zu begrüßen. Die Burgtore sind gleich da drüben. Ich muss das Skin-Automat. Ich werde die Königin treffen, aber ich werde nicht beeindruckt sein oder so. Nach die Burgtore ihrer Majestät schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickten. Königin Arschgaul! Ah ja. Sie hat den Charakter sehr früh benannt. Vergib ihr das. Ja, ich spür's. Es kribbelt. Du hast deine Limo verschüttet. Arschgaul. In der Tat. Aber nur um die Königin zu ehren.
Ja, ja, klar. Haben die Königin erschossen. So tja, also, sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wonderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragonlords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Bist du zufällig ein Huhn? Und finde... Macht sie schon. Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und dann... Dieser eine Spieler ist schon viel zu lange gespielt und mehr Lore kennt als der DM. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Ein bisschen heftig, aber die richtige Einstellung, schätze ich. Folge dem Arschstoll. Dann folgst du mal. Okay, jetzt kommen wir zum Overworld. Okay, dann schaut mir das erst nach dem nächsten Ding frei, dann machen wir das heute nicht mehr. Das Seelenschwert sei im Splittergrabhügel versteckt. Sie wird dort höchst selbst auf euch warten. Würdest du sagen, dass uns eine große Ehre zuteil wird? Ich habe mir immer gewünscht, dass mir mal was zuteil wird. Ja, dir ist gerade was ganz Tolles zuteil geworden. Mein Traum wird wahr! Geh auf die Augen! Ja, den nächsten Part machen wir nicht mehr, der ist sehr lang. Ja. Also du hast wirklich noch viel Zeit. Nee, ich würde gerne mal Abendessen. Ja, deshalb, ich würde auch sagen, dann beenden wir es halt hier. Moment, Camp. Oder was ist das, wo ich gerade reingegangen bin? Gut, den machen wir noch. Warum sagst du nix? Weil du schon reingegangen bist. Geh auf die Augen! Kannst doch mal kurz sagen, nee, mach nicht. Hoffentlich landet einer in einem Idioten. Das Camp ist der Ort, wo du Kämpfe grindest, wenn du keinen Bock auf Zufallsbegegnungen hast. Spiel dich nicht so auf! Koste die Leere! Geh mal drauf hier. Das Leben nach dem Tod. Lass mich einfach meinen Job machen. Versuch ich gerade einen Assassin mit einem Scharfschützengewehr zu erschießen. Ja. Rückspiel. Willkommen in der Familie. Wird jemand meine Zauber spüren? Kampf bestanden. Okay. Ja, dafür gibt es ein bisschen Blut und sonst nichts. Hat sich voll gelohnt. Kann sich lohnen. Der Loot kann potenziell ziemlich gut sein. Uh, 57 Schaden. Ist nicht schlecht. Jo, ich habe eine schöne Shotgun. X11.
Ich habe wieder Waffen zum Verkaufen. Der Sturm steigt auf. Ich werde das ausrüsten. Irgendwann. Tja, einmal Portal zurück und dann Spiel beenden. Ja, einfach eine Overworld. Ja, warum nicht? Am großen Würfel. Wieso kannst du kämpfen in der Overworld? Nahkampfangriff. Ich mach mich mal kurz die Abkürzung. Moment. Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Haiku-Alarm, Baby. Ah, ja. Ja, also ich beende dann mal. Ich hoffe, es hat gespeichert. Speichert es automatisch, oder? Nein, du musst immer zu einzelnen Speicherpunkten laufen, weil das Spiel aus dem Jahr 1996 stammt. Ja, es speichert automatisch. Hast du Baldur's Gate 3 gespielt? Auch da gibt es Autosaves. Nein. Doch, es gibt sie. Sie sind 10 im ganzen Spiel, verteilt. Meinst du? Nö, es gibt viele Autosaves, man benutzt sie nur nicht. Du musst halt. Du hast Baldur's Gate wohl nicht gespielt. Ich habe recht oft F5 gedrückt. Du musst halt so oft speichern bei Baldur's Gate 3, das ist halt. Jo, na dann. Es wird spät. Es wird spät. Danke fürs Zuschauen. Bis gute Nacht. Nächsten Samstag wieder? Oder? Vermutlich. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht.